Offroad bin ich früher schon immer gefahren mit diversen Geländewagen und hatte da mal eine Anzeige gelesen, Mitfahrer für die Paris-Dakar gesucht, und das war natürlich meine Welt. Wir sind seit 13 Jahren, seit 12 Jahren genau jetzt hier oben in diesem Gelände. Das ist eigentlich Eigentum, ist zwar Eigentum der Stadt, aber wir haben einen langfristigen Pachtvertrag. Wir sind natürlich sehr glücklich, dass wir die Messe halt als wirklich festes Standbein bei uns jetzt mit dabei haben. Wir waren ja eigentlich auch ein bisschen skeptisch gewesen, noch bis vor einem halben Jahr, haben dann aber festgestellt, dass wir von Seiten der Aussteller wirklich relativ früh ausgebucht waren und selbst da nochmal eine Steigerung haben. Es ist eine sehr wichtige Messe für uns, nicht nur geworden, sondern schon immer gewesen, weil das ist die beste Kontaktmöglichkeit zur Zielgruppe der klassischen Offroad-Fahrer. Also das heißt also, unsere Defender-Fahrer, zum Teil auch sehr viele unserer Discovery-Fahrer, betrachten ja die Messe als eine Plattform für ihre Aktivitäten, also Expeditionsausrüste, aber vor allem jene, die nach Möglichkeiten suchen, mit dem Fahrzeug irgendwo ins Gelände zu fahren, die informieren sich, indem sie hierher kommen, gucken also, was der Markt so von sich gibt. Also das heißt, also sehr viele unserer klassischen Offroad-Kunden sind auch hier, und das ist für uns die beste Möglichkeit, mit denen zu sprechen. Wir haben hier Kontakt mit den Endverbrauchern und natürlich auch mit den Spezialvermarktern, mit den Herstellern und Anbietern von Offroad-Zubehör. Es gibt grundsätzlich fünf Kategorien: den Straßenreifen, den Winterreifen wie beim PKW, dann den Reifen für leichtes Gelände oder Allterrain-Profil genannt, und dann den Reifen für schweres Gelände, den Matterreifen. Dann gibt es noch die Gattung der Sandreifen, spezielle Profile für den Sandeinsatz. Das grundsätzliche Programm von den Ausstellungsgütern wird wirklich alles präsentiert, auch vom Quad über sehr viel Zubehör, nach wie vor immer noch, obwohl gesetzlich doch hier und da reglementiert, möchte halt jeder sein Fahrzeug doch individuell wieder ausrüsten. Sehr, sehr viele Reiseanbieter, extrem viele Anbieter von hochgeländegängigen Wohnmobilen, wo also, sage ich mal, wirklich Kunden sich so ein Fahrzeug aufs Maß bauen lassen für zum Teil wirklich Summen bis annähernd an 1 Million. Es geht eigentlich ein bisschen weg so von der reinen Fahrzeugmesse für allradgetriebene Fahrzeuge, wirklich mehr hin zur Abenteuer-Erlebnismesse, wo letztendlich alles angeboten wird, was es in diesem Bereich auf dem Markt halt auch gibt. Diesmal wirklich sehr, sehr groß vereint, von unserer Seite auch angestrebt, die Couleur der diversen Rallye-Anbieter. Da gibt es also wirklich 4, 5 deutsche Anbieter, die zum Teil internationale Wüstenrallyes veranstalten. Die haben wir in einem gemeinsamen Camp zusammengefasst. Da wirklich alles geboten, wo sich auch zum Beispiel die Logistik von ärztlicher Seite her anbietet.